Stimmt's, dass Sie heute den Mord nochmal durchführen wollen, Inspektor? Sagen wir mal auf gewisse Weise. Es geht mir auch gar nicht so sehr darum, wer es getan hat, sondern wie er es getan hat. Man munkelt, Sie hätten schon jemanden verhaftet. Stimmt das? Sagen wir, es ist so, dass jemand zur Vernehmung vorgeführt wurde. Weiß jemand wer? Ja, ich hörte Judals Bruder. Wisst ihr noch, was ich euch letzte Woche gesagt habe, dass ein Detective auch Glück braucht? Dafür ist dieser Fall ein klassisches Beispiel. Ich tappte im Dunkeln und plötzlich, sieh da, taucht eine Glücksfee auf. Denn wie aus heiterem Himmel erscheint dieses 15 Sekunden lange Videoband mitten in der Nachrichtensendung im Fernsehen. Und für mich krempelt das den Fall total um. War es das Band, das zu dem Mörder führte? Oh, hundertprozentig. Ich meine, als ich es gesehen hatte und dann noch kapierte, wie es möglich war, das heißt, wie es zustande kam, waren plötzlich alle Unklarheiten beseitigt. Ja, aber wie passte das Band da rein? Das werde ich euch jetzt demonstrieren. Was wir jetzt sehen, ist ein Live-Bild, und zwar von der Kamera von eurer Garage hier unten. Von der elektronischen Kamera, so wie die Sicherheitskamera. Was wir hier sehen, ist genau dasselbe, was wir bei einer Fernsehausstrahlung sehen würden. Sie meinen, da wäre eine Fernsehkamera unten? Richtig. Wir sehen jetzt genau, wie die Dinge am letzten Donnerstagabend liefen, nachdem Professor Rusk den Vorlesungssaal verlassen hatte und in die Garage gegangen war zu seinem Auto. 8.16 Uhr war es da genau. Nun werdet ihr sicher denken, das alles ist hier sehr hochtechnisiert, aber nicht doch. All diese Dinge hier sind ganz gewöhnliche und normale Gegenstände, die einige von euch vielleicht sogar besitzen und es nicht mal wissen. Sex? Kannst du mich hören? Alles fertig, Inspektor. Sex? Du bist hoffentlich zufrieden mit den Vorbereitungen. Oh ja, das bin ich. Sex? Kannst du deinen Freunden das fragliche Objekt vielleicht mal zeigen? Ja, also gut, Kinder. Und jetzt beobachtet genau die Waffe. Sag's, wir sind hier soweit. Oh, oh Gott. Das war ja super. Sag mal, wie hast du denn das gemacht? Wie funktioniert das? Was ich hier habe, ist ein Miniaturfernsehgerät. Toll, ne? Mit einem 5 cm Bildschirm. Man kann es einfach so in der Hand halten. Und dieselbe Szene. Das Bild, das ihr da oben seht, das ist dasselbe Bild, was der Mörder gesehen hat. Ein Bild, genau wie das hier. Inspektor, Sie sagten, hier unten wäre eine Fernsehkamera. Ja, das stimmt, Todd, das habe ich gesagt. Aber dazu kommen wir noch. Oh, sagt mal, ihr beiden, schließt ihr den Wagen eigentlich ab, wenn ihr parkt hier unten? Unseren Wagen? Ja, schließt ihr ihn ab? Heute schließt man noch überall ab, Inspektor. Ja, sollte man eigentlich meinen. Aber letzten Donnerstag, als Justin losbrauste, um 911 anzurufen, habe ich nicht bemerkt, dass er aufgeschlossen hat. Das macht doch ein Geräusch, stimmt's oder nicht? Habt ihr nicht überhaupt eines von diesen raffinierten Dingern, mit denen man die Türen über eine Fernsteuerung öffnet? Das macht ein lautes Geräusch. Ach, Justin, könntest du das nochmal tun? Lass einfach nur das Schloss aufschnappen. Dann kann ich mich vielleicht erinnern, ob ich dieses Geräusch letzten Donnerstag auch gehört habe. Das funktioniert auch aus der Entfernung, nicht? Ja. Sicher. Thank you.
Schuss hergekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Es hat ganz schön gebumst, ne? Oh, Todd, deine Frage wegen der Kamera habe ich nicht vergessen. Hier ist sie. Da drin, dieses winzige Ding. Das ist wirklich eine echte Fernsehkamera. Dieselben Dinger verwendet man an der Rennstrecke von Indianapolis. Da werden die einfach auf den Rennwagen montiert. Und dieses kleine Ding hier ist dasselbe, was ich auch oben hatte, um den Abzug zu betätigen. Es ist eine automatische Zentralverriegelung, nichts weiter. Sie schiebt die Verriegelung nach oben und ebenso nach unten. Und das Ganze drumherum, der Wagen, das ist eine wirklich, ja, wirklich sehr clevere Art. Wie das ganze Paket hier reingebracht wurde am Donnerstagabend und wieder rausgebracht wurde. Und schließlich noch das hier, genau wie die Hülse letzte Woche, würde irgendwann diese hier unten durchfallen und auf der Straße liegen. Und wir können sehen, sie hat sogar diese winzig kleinen Kratzspuren an der Seite. Genau wie die, die wir letzten Donnerstag auf der Straße gefunden haben. Nicht zu fassen. Wollen Sie sagen, dass Dominic Doyle, Inspektor, das alles unter unserer Nase getan hat und dann auch noch mit unserem Truck? Oh nein, nicht Dominic Doyle. Ich kann mir nicht denken, dass Dominic Doyle so vorgehen würde. Was meinst du, Cooper? Sie haben ihn doch verhaftet wegen Mordes an Professor Rusk. Dominic verhaftet? Nein, wir haben ihn nur mit zur Vernehmung genommen und ihn da behalten, weil wir auf den Ballistikbericht gewartet haben, wegen der Waffe, die in dem Wagen lag. Mike? Haben wir schon eine Kopie von diesem Bericht hier unten, ja? Ach, und wo ist das grüne Auto, das vor Billys Bar stand? Ich frage nach, Inspektor. Warum sollte ich ihn bei verhaften? Heimelei. Nein, dazu bestand kein Anlass. Inspektor, Sie warten auf den Ballistikbericht, stimmt's? Ja. Was steht denn drin? Nun, die Waffe, die wir in dem Auto fanden, ist auf John Doyle registriert, Bruder des verdächtigen Dominic Doyle. Eine 45er Automatik. Die Auswurfspuren auf der Hülse stimmen überein. Es ist definitiv die Mordwaffe. Das ist es, oder? Was brauchen Sie denn sonst noch? Sie haben die Mordwaffe und die war in Dominic Doyles Wagen. Sehr gut, Justin. Du hast zum Teil recht. Es ist die Mordwaffe. Aber es ist nicht Dominic Doyles Wagen. Er gehört meiner Frau. Und das auf dem Bild ist ihre Nichte, Janet. Sie ist 14. Das da ist unser Hund. Das Foto wurde aufgenommen in Griffith Park. Die Beschreibung des Autos, die Zulassungsnummer und die Beschreibung der Bar. Niemand hat diese Informationen gehabt, außer euch beiden. Und da niemand außer euch beiden all das wusste, konnte auch niemand außer euch beiden die Waffe in den Wagen legen. Festnehmen. Wegen Mordverdacht. Na komm, Hände hinter den Rücken. Eine Frage habe ich noch. Warum habt ihr es getan? Na los, sag's ihm. Wir haben es getan, Inspektor, weil wir wussten, wie es zu tun war. Und wir waren ganz schön nah dran. Und Sie hatten nur Glück. Es war reiner Zufall. Schreiben Sie uns noch nicht ab, Inspektor. Mein Vater lässt sich schon was einfallen. Komm schon, los, weg mit euch. Ich habe nur eine einzige Frage an Sie.